Das Projekt S-Bahn ist keineswegs gestorben, ganz im Gegenteil. Alle drei involvierten Regierungen, Schweiz, Österreich und Liechtenstein, bekennen sich ausdrücklich zu dem Projekt und dass sie die Umsetzung wollen und zeitnah wollen. Die Regierung ist nicht einverstanden damit, dass der Kostenanteil für Liechtenstein steigen wird. Wir haben in jahrelangen Verhandlungen und Vereinbarungen und gemeinsamen Umsetzungsschritten das so gemacht aufgrund von diesem Kostenteil. Vereinbarungen und Österreich möchte jetzt seit 20. März, haben sie uns konfrontiert damit, dass sie möchten eine Draufgabe machen bezogen auf Infrastrukturerhalt und Erneuerungskosten. Liechtensteinische Regierung hat sich geweigert und hat gesagt, wir packen nichts drauf, wir machen das Päckchen nur offen und möchten so vorgehen wie vereinbart.